Ohne Mist, was war das denn für ein fucking Bullshit? Also, ich meine, dass Kalisto dort angegriffen wird beim Entrance, damit wir dann quasi mehr oder weniger ein 1 versus 1 Match haben. Wunderbar, kann man machen, habe ich gar kein Problem mit, ist okay. Dann kommen wir zum Ende des Matches. Kalisto krabbelt 10 Minuten lang verzweifelt Richtung Ring, weil er nicht laufen kann. Ist am Ring angekommen, tut Ziggler kurz ablenken. Krabbelt dann voller Verzweiflung den Apron hoch. Es kommt zum Tag und der Tag kommt und dann macht er 25 Saltos, springt da durch die Gegend, zählt überhaupt nichts mehr und beendet das Ding. Wollen die mich eigentlich alle verarschen? Was ist das denn für eine Match-Psychologie? Mal ernsthaft, also fick dich doch. Das glaubt doch selbst ein fünfjähriges Kind nicht mehr. Also mal ernsthaft, selbst ein fünfjähriges Kind sagt doch immer, das stimmt doch jetzt irgendwas nicht, oder? Und nachdem sie gewonnen haben, hängt er wieder da und kann nicht mehr laufen. Also, Alter. Ohne Mist, also selbst Kalisto muss oder sagen, das kannst du nicht machen. Nimm doch zurück in die Schule. Mal ernsthaft. Also, was Ja. ein Bullshit.